Willkommen zum dritten HTML-Lehrvideo. In diesem Video geht es weniger um HTML als um CSS. Im folgenden Screencast werde ich euch kurz ein Layout aufbauen und danach die Eigenschaften von HTML-Elementen anhand eines Div-Elementes darstellen. Damit soll es auch schon gleich losgehen. So, wir beginnen wieder mit einer neuen JSpin-Seite. Dieses Mal klicken wir auf die Schaltfläche mit der Aufschrift CSS. Dadurch erhalten wir einen neuen Eingabebereich. Hier können wir unsere CSS-Ausdrücke ablegen. Nun schauen wir uns mal an, wie so ein CSS-Ausdruck aussieht. Zunächst beginnt ein CSS-Ausdruck mit einem Selektor. In diesem Fall wähle ich den Body-Selektor. Dieser selektiert alle Body-Elemente im HTML-Dokument. Ein HTML-Dokument hat nur ein Body-Element, das heißt, ich selektiere nur dieses Element. Nun folgt eine öffnende, geschweifte Klammer, gefolgt von Attributen. Diese werden immer in der Form Attributname, Doppelpunkt, Attributwert, Semikolon geschrieben. Davon können jetzt einige Attribute folgen und am Ende kommt wieder eine schließende, geschweifte Klammer. Mit dem Attribut BackgroundColor setze ich die Hintergrundfarbe des Bodytags, also der gesamten Datei. Diese Hintergrundfarbe, die im Moment blau ist, kann ich auch in eine andere Farbe ändern, zum Beispiel hellblau. Nun kommen wir mal vom Hintergrund des Dokumentes zur Struktur des Dokumentes. Hierfür füge ich zwei Div-Elemente ein. Die haben jeweils eine ID, also einen eindeutigen Namen, und eine Klasse. Mit der Klasse können Elemente zusammengefasst werden, die dieselben Eigenschaften haben sollen. So kann jetzt in CSS anhand der Klasse alle Elemente dieser Klasse selektiert werden. Hierfür benutzt man einfach einen Punkt und den Klassennamen als Selektor. Da man die Div-Elemente nicht sehen kann, setzen wir einfach einen Rand. Nun kann man sehen, wo ein Div-Element beginnt und wo es aufhört. Wenn man jetzt ein weiteres Div-Element hinzufügt, sieht man, dass es keine Höhe hat. Dadurch erscheint es nur als ein dicker Strich. Um das neue Element zu selektieren, können wir ganz einfach die ID benutzen. Um eine ID als Selektor zu benutzen, setzt man einfach ein Doppelkreuz vorweg. Das Ganze sieht dann aus wie ein Hashtag. Damit unser Div-Element mit der ID-Menü auch aussieht wie ein Menü, setzen wir eine feste Breite und verändern den Textumfluss. Zusätzlich fügen wir noch eine unsortierte Liste in das Menü ein, die unsere Menüeinträge darstellen soll. Nun verschieben wir noch das Div-Element, das den Inhalt enthalten soll, ein bisschen, damit es sich mit dem Menü nicht ins Gehege kommt. Dann fügen wir ein bisschen Dummy-Text ein, um zu schauen, wie es aussehen würde, wenn Text enthalten wäre. Zum Abschluss entfernen wir noch die Rahmen um die Div-Elemente. Nun haben wir ein Layout, das irgendwie 90er-Jahre-mäßig aussieht. Nicht schön, aber es tut, was es soll. Da wir gerade so ein bisschen CSS in Action gesehen haben, schauen wir uns mal an, was für grundlegende Eigenschaften eines Elements so manipuliert werden können. Dazu brauchen wir zunächst erstmal ein Element, ein einfaches Div-Element. Wir öffnen wieder das CSS-Eingabefeld und selektieren alle Div-Elemente. Nun setzen wir die Hintergrundfarbe dieser Div-Elemente auf schwarz. Augenscheinlich hat dieses überhaupt nichts bewirkt, das liegt aber nur daran, dass unser Div-Element im Moment die Größe 0 hat und dadurch nicht sichtbar ist. Darum geben wir ihm jetzt mal eine Größe. In dem Fall ganz einfach eine Breite und eine Höhe von 20 Pixeln. Es sind aber auch noch andere Einheiten für Größen möglich, so zum Beispiel EM, also die Breite eines Ms der aktuellen Schriftart, Millimeter oder Zentimeter und natürlich auch Prozent. Aber auch bei den Farben sind wir nicht auf die vorgegebenen Werte festgelegt. Man kann zum Beispiel mit RGB sich selber Farben zusammenmischen. Wie wir eben schon gesehen haben, können wir mit der Eigenschaft Border einen Rahmen setzen. Aber Achtung, der Border gehört nicht zur Breite, die wir angegeben haben. Das heißt, das Element wird um die Breite des Randes breiter. Die Randbreite und Farbe kann man übrigens auch beeinflussen. Wo ich gerade schon die Größe des Elements angesprochen habe, kommen wir gleich zum Außenabstand. Der Außenabstand kann an jeder Seite einzeln gesetzt werden. Wo es einen Außenabstand gibt, gibt es natürlich auch einen Innenabstand. Hierfür füllen wir unser Div-Element einmal mit ein bisschen Text.
Nun können wir auch eine Veränderung feststellen, wenn wir den Innenabstand setzen. Auch hierdurch wird das Element wieder ein bisschen größer. Da wir für den Innenabstand nur einen Wert angegeben haben, wird davon ausgegangen, dass an allen Seiten der gleiche Abstand gelten soll. Das gleiche funktioniert übrigens auch für den Außenabstand. Wenn nur zwei Werte angegeben werden, wird davon ausgegangen, dass der erste Wert für oben und unten gilt und der zweite Wert für rechts und links. Auch die Eigenschaften des Textes innerhalb des Elementes kann man verändern. So kann man mit Color zum Beispiel die Farbe setzen und mit Font Size die Größe des Textes. So, damit sind wir auch schon am Ende unserer dreiteiligen HTML-Reihe. Es gibt viele Sachen, die ich natürlich außen vor gelassen habe, sonst wäre sie nicht dreiteilig geworden, wie zum Beispiel das Einfügen von Bildern. Wenn ihr der Meinung seid, dass absolut wichtige Sachen von HTML nicht erwähnt wurden, schreibt mir eine E-Mail, wir können noch ein kurzes Video hinterher schieben, oder ihr kommt selber hierher in der Praxisphase, geht ins Studio und zeichnet weitere Lehrvideos zum Thema HTML auf. Ich freue mich auf die Praxisphase und vielleicht sieht man sich ja auch bald im Studio wieder. Bis dahin.